Morgen alle zusammen hier. Das Jahr ist mal wieder rum. Wir sind mal wieder da zum 10. Mal. Also herzlich willkommen zum 10-jährigen Jubiläum des LFF-Turniers hier in Schwalm-Lübsch. Ich denke mal, da hätte vor 10 Jahren keiner mit gerechnet, dass wir so erfolgreich oder wir alle so erfolgreich durchführen. Ich denke mal, das ist schon der erste Applaus heute. Wäre schön, dass wir das so lange machen konnten. Und natürlich weitermachen werden. Logischerweise. So, 10 Jahre. Logischerweise heute auch ein Grund, mal zurückzuschauen. Deswegen heute ein Best-of der letzten 10 Jahre Benefizturniere. Wo erlebt man schon, dass eine DDR-Oberliga-Mannschaft gegen eine SA, also eine englische Mannschaft spielt? Oder ein Bundesland gegen eine Nationalmannschaft? Oder Frauen gegen Männer? Wir erleben es alle heute hier in Treuenbrücken bei einem Jubiläumsturnier. In der Pause nachher gibt es ja noch Gelegenheit, mal rückzublicken, wer alles so partizipiert hat an den Jahren. Aber so lange wollen wir euch jetzt gar nicht aufhalten. Wir wollen mit dem Einlauf der Mannschaft jetzt auch starten. Von daher, die Mannschaft hat schon Ausstellung genommen. Der mit Spannung erwartete Teil beginnt. Aber natürlich, was brauchen wir? Letztes Jahr gab es einen Sieger der Hütten-WM und der muss natürlich erstmal noch den Wanderpokal zurückbringen. Sieger und amtierender Weltmeister Mexiko bringt jetzt den Pokal. Ja, wir denken sowieso an euch ständig. So, da ist er. Das Objekt der Sibirien-Liga, der Wanderpokal. Und jetzt kommen die 16 Mannschaften, die sich um den Pokal heute bewerben. In der Gruppe A, die erste Mannschaft.